Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer Folge Fiui. Das ist schon seit Ewigkeiten in meiner Wishlist bei Steam gewesen, kostet da nämlich eigentlich 20 Euro. Aber jetzt gab es das bei Twitch Prime in dem Loot kostenlos drinnen. Und deswegen habe ich es mir da jetzt einfach mal geholt, obwohl ich eigentlich kein Twitch Prime habe, sondern nur meine Mutter. Also habe ich das eigentlich über meine Mutter geholt, aber ist auch egal. Und wir spielen eine anspruchsvolle Herausforderung, die zwar hart ist, aber dafür dein Herz bei Kämpfen schneller schlagen lässt. Das klingt sehr gut, die Empfohlene. Wenn die Macher das so wollen, dann ist das nun mal so. Das Spiel ist mehr oder weniger wie, ja, weiß ich nicht, wie Devil May Cry haben die das, glaube ich, beschrieben. Also mehr oder weniger ein Hack'n'Slash, wo man aber permanent gegen Bosse kämpfen soll. So habe ich das verstanden. Ich habe das damals bei Anpu gesehen und fand das da eigentlich ganz cool. Also sah auf jeden Fall cool aus. Und auch herausfordernd. You were a weapon, a bringer of death. Das ist korrekt, das bin ich. Nein, das sehe ich so nicht ein. Okay, aber warum hast du eine Maske auf? Aua, hallo. Das tut doch weh. Lol, das ist einfach der Typ aus Game of Thrones, der immer sein Gesicht ändern kann. Oh mein Gott. Splatsch, splatsch, splatsch. Time to wake up. Warum macht Donner Plitschplatsch? I'm staying right here with you. Okay. Shake your head. Nod your head. It's time to go. Fuck, ist das eine Ratte? War das eine Maus? See what they did to you. Pull yourself together. Get out of prison. Okay, ich probiere. Oh, ich bin wirklich frei. Also das ist entweder, der ist ja anscheinend nicht wirklich da, diese Maus. Oh, doch, sie ist da, okay. Ist aber ein Hase, by the way, und keine Maus. Ja, Dizzy, das lernen wir nochmal. Ein Hase macht und eine Maus macht. Nee, wie macht denn ein Hase? Macht ein Hase überhaupt Geräusche? Der klopft vielleicht mit seinem Fuß. Okay, ich werde ihn töten, Hasenboy. Guck mal, da ist der Hase einfach weg. Er ist eben noch nach links gegangen und jetzt ist er weg. Hä? Voll der Zauberer. Okay, ich hatte gar nicht damit gerechnet, dass es hier tatsächlich eine Story gibt. So, wir sind auf jeden Fall ein Sekiro-Boy. Und ich kann absolut noch gar nichts machen. Hä? Okay, die Steuerung ist super weird. Ich muss jetzt nach oben drücken, damit er nach unten quasi läuft. Automatisch gehen, das finde ich sehr gut. Einfach gar nichts machen. Ah, so wie in neuen MMORPGs, wo man auch einfach nur auf das Ziel klickt und dann läuft er da automatisch hin. So gefällt mir das doch. Jetzt bin ich gespannt, ob gleich der erste Endboss kommt, so wie bei Dark Souls 3. Okay. Das Spiel gibt es leider nur mit englischer Sprachausgabe. Ich glaube auch noch Japanisch und Französisch, aber in Deutsch leider nicht. Deswegen Untertitel an. Und das scheinen die einzelnen Welten zu sein. There's an easy way and a hard way. You choose. Excellent choice. So, dazu sei gesagt, ich bin sehr schlecht in Dark Souls gewesen und wir sind hier anscheinend wirklich schon in unserem ersten Kampf. Mir wurde doch überhaupt gar nichts erklärt. Okay, ich kann schießen. Pow, pow, pow. Ich habe genau dieselbe Fähigkeit wie du. Ich klaue dir sie einfach. Okay, anscheinend einfach Twin-Stick-Shooter erstmal soweit. Wir haben garantiert auch noch andere Fähigkeiten, dass man irgendwie dashen kann. Was ist das? Will ich das haben? Okay, ich habe irgendwas Grünes eingesammelt. Ich habe keine Ahnung, was es macht. Ah, ich kann seine grünen Dinger abschießen. Also der hatte ja eben so grüne... Aua. Aber mit B kann man parieren. Ha! Aua, okay, ich muss zweimal parieren. Denn das ist ja wirklich wie Sekiro, oder was? Zack, 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 ich schieb dich tot! Und dann greife ich dich nicht an. Ich pariere lieber nochmal. Okay, man muss auch im richtigen Moment parieren, damit man überhaupt irgendwas machen kann. Ah, Hilfe, das ist mir doch viel zu viel. Ich habe Sekiro nie gespielt. Hallo, das ist voll unfair. Mann. Ich bin schlecht in Fighting Game. Okay, ich krieg hier voll auf die Fresse. Bisschen konzentrieren und nochmal. Und jetzt kriegst du voll auf die Fresse. Ich habe nämlich richtig geil pariert, ja? Zack. Darf ich schon angreifen? Okay. Zack. Zack, zack, zack. Ich schlitz dich weg. Okay, das gefällt mir bisher auf jeden Fall schon mal sehr gut. Aufgeladener Schuss. Oh ja, er liegt auf dem Boden. Wenn sie auf dem Boden liegen, immer nachtreten. Okay, doch nicht. Na los, greif doch an, greif doch an.
ich habe tolle Sachen, dann lade ich halt meinen Hieb auf und dann... Okay, und jetzt kann ich ihn einfach ganz normal angreifen. Das ist echt so ein bisschen wie Sekiro. Zack, zack. Oh, Moment, aua, ausweichen. Okay, okay, kriege ich hin. Achso, ich soll den aufladen und damit kann ich wahrscheinlich sein Schild kaputt machen, dass ich ihn dann einfach kombon kann. Ja, cool. Das ist tatsächlich so ein bisschen wie Devil May Cry. Zack, 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 weggeschlitzelt. Das war seine zweite Phase. Der hat einfach noch 5 weitere. Oh, nee. Das kann ja ewig dauern. Also, das ist jetzt mehr oder weniger natürlich das Tutorial. Ausweichen. Alle, ab. Aua, ja, okay, perfekt ausgewichen. Hua. Hä? Funktioniert etwa nicht. Okay, es braucht ein bisschen, bis er diesen Dash macht, damit man ausweichen kann. Aua! Okay, in anderen Spielen muss man tatsächlich sehr nah an die Projektile ran, aber in diesem Spiel muss man ein bisschen weiter vorne ausweichen drücken, weil das hat so eine kleine... so einen kleinen Lag auf jeden Fall, dass die Animation kommt. Ja, soll ich jetzt an ihn ran oder nicht? Soll ich in die blaue Ebene rein? Nee, aua, das tut weh. Dann lassen wir das lieber. Hä, soll ich ihn jetzt angreifen oder so? Das sind dann anscheinend Leben, die man durch diese grünen Dinger einsammeln kann? Vermutlich. Ah ja, ich kann ihn tatsächlich schaden. Das ist ja sehr interessant. Oh, jetzt hier! Attacke und XXXX und pau pau pau. Und ausweichen, ausweichen, ausweichen. Ich bin der beste Ausweicher aller Zeiten. Und zack, und Schlitz. Aufladen, zack. Oh, das war gar nicht so schlecht, oder? Du kannst mich nicht angreifen, wenn ich dich zuerst angreife. Pau! Okay. Ja, ja, ich weiche ja schon aus. Aua, dann halt nicht. Ja, los, mach. Zack, 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 zack. Ey, das Spiel ist echt witzig. Also, ich habe jetzt auch nicht so viel gesehen. Ich habe halt nur gesehen, dass es recht cool aussieht und dass die Bosse halt auch alle andere Muster und sowas haben. Von daher ist das auch besser als dieses andere Spiel, das ich einmal kurz angetestet hatte. Wo man ja auch die ganze Zeit gegen Bosse kämpft. So, 4 Phasen haben wir nur noch, Leute. Nur noch 4 Phasen, dann haben wir es hinter uns. Versuch's doch, du blöder Nuss, du. Erstmal Leben einsammeln. Naja, mach du mal. Ich kann hier nämlich einen Superschuss und dann kann ich dich richtig... Okay, doch nicht, never mind. Warte, warte doch mal. Dieser Attack ist böse irgendwie. Egal. Ach, halt die Schnauze, du Blödkopf. Mach dich jetzt... Nein, hä? Ich verstehe das noch nicht. Der ist immer so am Boden und dann sieht er so aus, als wenn er richtig heftig easy peasy anzugreifen wäre. Und dann ist das gar nicht so. Okay, man muss auf jeden Fall sehr viel häufiger parieren und so ein Scheiß. Jetzt, nein, nicht diese Attacke. Die Attacke ist blöd. Aber da kann man zumindest ein paar Leben sich zurückholen. Zack, 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 zack. Aber holy shit, macht das Spaß? Also, Kampfsystem ist nice. Aber wenn man das dann mal kann. Das sieht auch cool aus, oder? Okay, Mann! Der macht voll komische Sachen. Okay, jetzt muss ich wahrscheinlich einfach ausweichen. Im richtigen Moment, das war zweimal richtig schlecht. Okay, komm, mach. Mach, ich bin ready. Ja! Okay, ich hätte gedacht, der greift schneller an. Aber man muss das tatsächlich besser anpassen, als man... Aua, zunächst annimmt. Standoff. Okay, jetzt kann man ihn angreifen. Wenn er mich so ein bisschen tauntet, dann kann man ihn easy peasy... Aua. Attackieren. Und er kriegt einfach Leben dazu, wenn er mir einer meiner Vierecke da oben klaut. Das ist unfair. Egal, so. Angriff ist die beste Verteidigung. Nope. Zack. Okay, doch nicht. Warte, warte. Okay, ich wollte eigentlich parieren und nicht angreifen. Scheiße, dann kam... Aua! Kann man einfach mal auf Fernkampf gehen. Zack! Hör auf auszuweichen! Das ist voll uncool von dir. Ausweichen ist für Pussys. Richtige Männer parieren. Ach, wir kriegen Leben dazu, wenn wir parieren. That's good to know. Guck mal, da kriegt man Leben dazu. Ah, das ist ja mega gut. Dann ist das ein richtig gutes Kampfsystem. Man wird dafür doppelt belohnt, dass man quasi richtig pariert. Kann ich jetzt bitte mal ein bisschen mehr Schaden machen? Zack! Wie er dem aber auch ausweicht. Der ist heftig. Da kann man wieder angreifen. Das weiß ich doch jetzt. Zack. Scheiße. Was ist das denn? Ich weiß auch nicht, ob ich da dann beide Sticks benutzen muss oder nicht. Au. Kannst du aufhören, mich zu braten? Oh ja, ein paar Leben. Das ist sehr nett von dir. Danke. Wie werde ich... Gut, warte, warte. Da, nein, Leben. Bleib doch hier. Oh, jetzt meine Chance.
Zack. Okay, doch nicht. Mann, ich drücke mal zu früh parieren. Ja. Okay, komm. Komm. Oh, oh. Da habe ich seine Verteidigung durchbrochen. Geil, das war gut. Das war auch richtig gut. Okay, go. Diesmal kriege ich dich. Zack, zack, zack. Weggeschlitzt und deine Leben weg. Habe ich jetzt wieder volle Leben? Geil, das ist so gut. Wenn er gewinnt, dann lädt er seine Leben wieder auf. Aber wenn ich gewinne, lade ich meinen halt auch wieder auf. Zack, du bist angreifbar. Mega cool. Aua, hä? Er greift einfach viermal an? Jo, okay, neue Attacke. Kannte ich noch nicht. Unfair. Neue Attacken sind uncool. Da muss man sich doch erstmal drauf... Oh, okay. Drauf einstellen. Aua, okay, ja, aber war klar, was man da machen soll. Ich drücke immer zu früh, ich dumm Kopf. Okay, aber ich krieg das raus. Ich krieg das raus. Dann habe ich quasi drei Versuche, eine seiner Phasen kaputt zu machen, damit ich wieder volle Leben habe. Voll cool. Zack. Okay, aber die Phase scheint nicht allzu schwer zu sein von ihm. Wo hast du den denn hingeschubst hier? Das war ganz falsch. Ach shit. Viermal. Muss ich mir merken, dass er viermal seinen Scheiß macht. Eins. Okay, dabei hat es nur einmal. Komm, greif an. Nee, nicht das. Ja, okay, doch, ist auch okay. Bist du zumindest auch sehr gut verwundbar. Und wenn er so komisch leuchtet, dann kann man ihn nicht angreifen, alles klar. Ja, das kannst du gerne machen. Da kriegt man ja auch mal ein paar Leben dazu. Das finde ich gar nicht so schlecht. Eins, zwei. Jetzt hat er nur zweimal angegriffen. Hä? Ich verstehe das noch nicht so ganz. Okay, aber die Phase haben wir auf jeden Fall auch easy peasy. Einmal müssen wir ihn nur noch treffen. Ja. Hä? Okay, doch noch einmal. Scheiße. Wieso hat er denn jetzt wieder volle Leben bekommen? Okay, das raff ich nicht. Nein. Come on, jetzt stirb doch endlich. Aber wie cool, dass er auch so viele verschiedene Attacken hat. Jetzt spürst du mal den Rage. Komm, greif an. Tja, aber hast du nicht gerechnet, ne? Aber meine Klinge leuchtet rot. Oh nein, er ändert seine Maske. Jetzt ist er böse, glaube ich. Wir haben ihn böse gemacht. Oh nein, jetzt ist er viel schneller als eben, glaube ich. Erstmal weglaufen und gucken, was er macht. Erstmal weglaufen und gucken. Okay, ja. Aber das tut weh. Kannst du das bitte unterlassen? Sonst muss ich dich nämlich leider angreifen, wenn du so einen Scheiß hier machst. Nein, aua, ey. No way. Ja, los, greif an. Nee, nicht damit. Das muss ich leider unterbrechen, wenn du so einen Scheiß machst, ja? Sorry, aber das mag ich nicht so gerne. Das auch nicht. Pass bitte auf. Pass bitte auf. Deine komischen... Nein, nein, das ist uncool. Die sind ganz nett, weil die geben Leben. Wenn man diese grünen Dinger trifft. Warte, na, ich brauch doch die Leben. So. Da sollte man auch lieber näher bei ihm dran stehen, habe ich so das Gefühl. Weil man dann besser ausweichen kann. Die Attacke verstehe ich noch nicht ganz, weil man der ausweichen kann. Ist quasi wie so ein Boomerang, schon klar. Aber irgendwie komisch, dem auszuweichen. Wow, okay, damit habe ich nicht gerechnet. Das nochmal. Hat aber auch gute Visual Keys, muss ich sagen. Also, dass man versteht, wann er welche Attacke macht. Die Dinger sind vollkommen in Ordnung. So ein paar Leben nehme ich doch gerne mit. Mach das Ding kaputt und nimm das so ein mit. Nein! Warum ist das so schwer, die mitzunehmen? Aua, shit. Mach das nochmal. Ja, das finde ich sehr gut. Danke. Nochmal. Ja, danke. Der beste Parierer aller Zeiten. Vielleicht sollte ich mir doch mal Sekiro angucken. Oh, ah. Falsch interpretiert, was er machen wollte. Jetzt kommt nochmal sein komischer Strahl. Die Attacke finde ich am besten immer. Da kann man auch mal eine Attacke eigentlich aufladen. Damit man ihm mehr Schaden macht. Komm, trau dich. Auflade, Attack! Da ist er einfach ausgewichen. Ich glaub's ja nicht. Zack, 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 zack. Du dumme Nuss. Ja, da mal ausweichen. Aua.
Da reagiere ich immer zu spät. Aua, schon wieder. Ey, come on, jetzt aber. Ja, ja, ja. Schnauze jetzt. Greif mich an. Nicht damit, nicht damit. Greif mich mit einer normalen Attacke an. Oh, dann halt nicht. Dann vernichte ich dich halt einfach. So, okay, sein letzter Cube ist jetzt angebrochen. Heißt, es ist seine letzte Phase. Wir haben 3 Versuche, diese Phase zu vernichten. Das wollen wir doch mal sehen. So, jetzt bin ich aber gespannt, was jetzt kommt. Ich habe ein bisschen Angst. Okay, bei der Phase muss man ihn leider von hinten angreifen. Weil man sonst... Okay, man kommt überhaupt gar nicht an ihn ran. Okay, wir müssen einfach überleben. Heißt, diese komischen... Ah! Seine komischen... Okay, ich bin viel zu weit an der Wand dran. Aber wir müssen seine Dinger hier irgendwie angreifen und dann da durch. Yo, 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 das ist uncool. Ey, Junge, lass das doch. Junge, lass uns doch drüber reden. Das muss doch nicht sein. Alter, okay, man kommt nicht durch diese Dinger durch. Kann er mal aufhören? Muss ich meine Attacke aufladen, um da durchzukommen? Nee. Das macht einfach nur mehr von seinen blauen Dingern weg. Digga, was war das denn für eine blöde Attacke? Nee, du machst das nochmal irgendwann. Ist er jetzt angreifbar? Ich bin mir immer nicht sicher. Keine Ahnung. Ja, komm am besten. Jetzt ist er auf jeden Fall angreifbar. Zack, zack, zack. Nein, wirst du nicht. Ich werde dich töten. Moment, Moment, Moment. Ich stieg voll falsch. Hilfe. Ah! Hilfe. Oh Gott. Jetzt ist er aber richtig am Ausrasten. Ich kann ihn doch leider überhaupt nicht hitten. Er ist unangreifbar. What? Undeadable ist er. Er ist undeadable. Jetzt, zack, zack, zack. Das ist ja voll unfair. Habe ich ihn jetzt? Habe ich ihn verdichtet? Habe ich es geschafft? Bin ich der Allergeilste? Ich glaube schon. Das war anstrengend, holy crap. Aber auch witzig. Bisschen langer Kampf. So, du hast mich eingesperrt. Und wolltest mir böse Sachen antun. Was hast du nur davon? Ich bin der beste Sekiro der Welt. Siehst du nicht meinen roten Umhang? Oh shit, der rote Umhang. Nein. Ja, töte ihn. Halt die Frösche. Bravo. Excellent. What a thrill. Not your first time, right? Anyway, the good news, we're one step closer to freedom. The bad news, there's more out there waiting for us. But don't worry, I know them. I can help. Believe me, what's waiting at the end of all this is so worth the trouble. You and me, we're in the same boat now. Now let's get the hell out of here. Der erste Kampf war auf jeden Fall schon mal heftiger, als ich gedacht hätte. Aber schön, wenn so ein Spiel dich gleich ins kalte Wasser wirft. Einmal zum Tode sterben. Er kann einfach fliegen. But don't expect all the answers. It's all about what a man does. Ach du Scheiße, ist das jetzt die Overworld oder was? Und der ist einfach schon da, alles klar. Der ist mir ein bisschen suspekt, dieser Hase. That, my friend, is a prison. A prison within a prison. A very clever trick. You and the prisoner have a lot in common. She turned up one day, destroyed everything in her wake, and then, bam! She got caged. They had to build all these layers so she couldn't get out. And you couldn't hear her screaming. She tried to tear through those walls so many times. But they just kept growing back around her. It drove her completely insane. Enraged. She'll hunt anything and rip it to pieces. Now that's some jailer, right? But you and me, we know that being locked up fucks you up inside. We know that so well, don't we? That's why we did what we did. That's why we're getting out. That's why our story doesn't end like hers.
Hab so das Gefühl, hier beginnt gleich schon der zweite Bosskampf. Da wird jetzt die Gefangene sein oder was? Und gegen die müssen wir dann kämpfen? Ist sie das? Ja, alles klar, es geht sofort weiter, lol. Okay, die gucken wir uns dann beim nächsten Mal an. Die hat auch schon wieder 6 dieser Kästen. Oh nö, ey. Okay, ja, ist ja bisher aber ganz cool. Dann würde ich aber sagen, ja, war's das mit dieser Folge. Danke fürs Zuschauen, weil ich hab halt gefallen, dass Nack da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.